Hallöchen! Heute gibt es wieder mein Once Upon a Time und zwar quasi meine Leseliste für den Februar 2017. Zuerst möchte ich euch kurz die Bücher vorstellen, die ich im Januar noch begonnen habe, aber noch nicht beendet habe. Das wäre zum einen von Katharina Hagener, Das Geräusch des Lichts. Unglaublich gut geschrieben, aber ich brauchte zwischendrin eine Pause und habe noch andere Bücher reingeschoben. Das war ein bisschen unglücklich, werde ich hoffentlich noch beenden. Circa ein Drittel ist gelesen. Ich freue mich noch riesig auf den Rest. Harry Potter von Joan K. Rowling und der Halbblutprinz. Der sechste Teil der Reihe möchte ich rereaden. Habe ich schon 2015 angefangen. Letztes Jahr leider auch noch nicht beenden können. Deswegen sind in diesem Jahr noch die letzten beiden Teile dran. Und was den einen oder anderen vielleicht verwundern wird, von Gosho Aoyama, Detektiv Conan Shinichi Edition. Und zwar ein Manga. Hat vielleicht der eine oder andere noch nicht mitgekriegt, würde mich nicht wundern. Und zwar habe ich die Detektiv Conan-Reihe schon bestimmt mal bis Band 50, 60 gelesen oder so. Oder sogar noch mehr. Ich weiß nicht, wie viele ich ausgeliehen hatte. Hab dann aber irgendwann wieder aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, ich muss die ganze Zeit dranbleiben und konnte das irgendwann nicht mehr. Und dann bin ich zufällig auf diese Edition gestoßen. Ist ein Ticken dicker als die Einzelbände und dementsprechend freue ich mich darauf, mal wieder sowas zwischendurch zu lesen. Und im Januar habe ich ja diesen Schinken gezogen von Mira Jacob, Die Aufforderung des Schlafwandlers zum Tanz. Habe ich weder angefangen noch komplett gelesen im Januar, aber ich bemühe mich. Im Februar. Und wir kommen auch schon zur Ziehung und ja, wie jedes Mal bin ich furchtbar gespannt. Okay, von Donna Freitas, wie viel Leben passt in eine Tüte? Und zwar Donner Freitags, wie viel Leben passt in eine Tüte? Hat mich damals sehr interessiert, aber ich habe es nicht sofort angefangen zu lesen. Deswegen steht es noch hier. Hinten drauf steht: Das Leben ist eine Wundertüte. Ein iPod mit Liedern, ein Foto, ein Kristallherz, P Papiersterne. Das alles befindet sich in der schlichten braunen Papiertüte mit der Aufschrift Rosas Survival Kit. Die Rose am Tag der Beerdigung ihrer Mutter findet. Es ist ein letztes Geschenk ihrer Mutter und der Beginn einer Reise. Zögernd lässt Rose sich darauf ein und jeder Gegenstand scheint sie dabei auf seltsame Weise zu Wohl zu führen, für den sie schon bald mehr empfindet als bloße Freundschaft. Doch dann geschieht etwas, das Roses und Wills aufkeimendes Glück tief erschüttert. Über den Schmerz des Abschiednehmens und die Kraft der Liebe. Diese Geschichte trifft mitten ins Herz. Ja, ich freue mich riesig drüber, dass jetzt den Weg zu mir gefunden hat und es schaut etwas dünner aus, hat aber trotzdem circa 400 Seiten. Also ist auch nicht ohne. Ich bin sehr gespannt. Die Schrift ist auch etwas kleiner. Gut, dann verabschiede ich mich mit diesem Buch. Wenn ihr schon mal eine Meinung dazu habt, könnt ihr mir sie gerne da lassen. Bitte ohne Spoiler in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und was vielleicht den einen oder anderen etwas wundern wird, von Gosho Aoyama.